Das ist das neue Bild auf der Kettle & Crops Homepage. Ich glaube, das sagt mehr als tausende Worte. Und ja, ich bin ganz ehrlich, als ich gehört habe, so, das ist jetzt der Plan, das wollen wir zeigen, halt einen neuen Screenshot. Und dann so die großen Ankündigungen auf den Social-Media-Plattformen waren großer Milestone. Habe ich zunächst mal so gedacht, naja, so ganz passt das eigentlich nicht zusammen. Aber als ich dann gesehen habe, was das Team zusammengestellt hat, quasi als finalen Screenshot aus der ganzen Geschichte, das hat mich dann doch umgehauen. Und da musste ich erstmal kurz eine kleine Pause machen und dann dieses FAQ aufnehmen. Ich würde diesen Screenshot euch gerne dieses Mal überlassen, euch überlassen zum Diskutieren, zum Analysieren. Ich habe insgesamt jede Menge, also ich will keine Zahlen nehmen, aber jede Menge Dinge entdeckt, die hier versteckt sind. Mal gucken, ob ihr die auch findet. Das gerne in unserem Forum unter Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mitdiskutieren. Aber ich habe heute für euch ein ganz großes Paket von Informationen. Es ist da das FAQ-Video, kurz, kompakt, wie viele von euch gewünscht haben. Los geht's. Top-Frage ist natürlich immer noch, wer seid ihr? Wer steckt hinter Kettle & Crops? Wer sind die Entwickler? Und ja, offizielle Antwort dazu ist, das ist ein Team junger, dynamischer Menschen, die sich zusammengetan haben. Ein unabhängiges Entwicklerstudio, wenn ihr so wollt, die einen Background aus der Landwirtschaft haben und sich zusammengetan haben. Da sind bei Game Developer natürlich, also Game Designer, Engine Developer und natürlich auch jede Menge professionelle Leute aus dem Bereich 3D und auch aus dem Bereich des, ja, wie nennt man das, Environment Mappings oder Environment Artists, also alles, was drumherum so passiert, ob das Texturen sind und so weiter und so fort. Also ein Team, was aus Leuten besteht, die wirklich dediziert zusammengestellt wurden, um ein Spiel wie Kettle & Crops zu ermöglichen. Zweite Frage, die häufig gestellt wurde oder die eigentlich so eine Art Metafrage, die über allem steht, ist, was hat denn das Team von C&C eigentlich vor? Also C&C, Kettle & Crops, ist entstanden aus der Idee, dass man zwar eine landwirtschaftliche Simulation schon auf dem Markt hat, aber die ist sehr oberflächlich, das heißt, sie ist sehr Arcade-lastig und das Team von Kettle & Crops hat sich zum Ziel gesetzt, eine Simulation zu entwickeln, die die eigenen Erlebnisse, wie ich ja schon eben sagte, das Team kommt aus der Landwirtschaft, die die eigenen Erlebnisse aus der Landwirtschaft in ein Spiel bringen und vor allen Dingen aber einen detaillierten Simulator entwickeln, der den Themenbereich Landwirtschaft abdeckt. Also, wie ich schon in vielen Videos auch sagte, so nah wie möglich an der Realität, so nah wie möglich an dem, was auch wirklich auf dem Hof passiert. Aber natürlich auch ganz wichtig, es darf dabei nicht zu kompliziert werden für Spieler, die jetzt vielleicht nicht einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben und die sollen natürlich auch das Spiel, Freude am Spiel haben, Spaß am Spiel haben, die sollen natürlich auch sich zurechtfinden. Ein Spagat natürlich, aber es ist ja auch wichtig, dass zum Beispiel jungen Menschen vermittelt wird, dass Kühe eben nicht lila sind, ne? Und damit geht es ja auch schon los. Die Headline ist hier quasi eigentlich die ultimative Farming-Simulation zu entwickeln, aber letztlich ist das Problem hier, das geht natürlich nicht in einer Version 1.0, aber das Ziel ist auf jeden Fall da, dass Kettle & Crops so viele Dinge wie möglich schon zum Release mitbringt und auf jeden Fall ist da die Marschrichtung klar und ihr werdet in aller Kürze sehen, was damit gemeint ist. Eine der meist diskutierten Fragen ist, was für eine Engine? Und im Forum, Link ist in der Beschreibung, habt ihr natürlich schon vor einiger Zeit herausgefunden, es handelt sich um die C4 Engine. Und ja, da wurde natürlich dann auch zu Recht sofort angemerkt, ja, aber Moment mal, Gadol hat doch gesagt, das ist eine neue Engine, die kaum einer kennt. C4 ist doch schon älter und wird an einigen Stellen ja auch gar nicht mehr weiterentwickelt. Ja, das ist korrekt, aber erstens ist die Engine nicht aus 2009, sondern der älteste Stand, glaube ich, 2014. Wenn man das jetzt doch nochmal mit dem Markt vergleichen will. Und zum anderen, wie ich ja oben schon eingangs schon gesagt habe, sind natürlich Engine-Entwickler im Team, die die Engine weiterentwickeln und an vielen Stellen Elemente in die Engine einbringen, die halt gebraucht werden, um eine perfekte Farming-Simulation zu machen. Und ihr habt zu Recht natürlich auch im Forum schon gepostet, was mit C4 möglich ist, auch für euch da draußen. Und dazu komme ich dann gleich nochmal.
beziehungsweise das kann ich auch jetzt eben machen, passt ja thematisch eh dazu. Also, warum die C4 Engine? Unter anderem habt ihr schon gesehen im letzten Video, da ging es um das Modding. Modding in C4 ist wirklich super, super gut, super, super einfach. Und dazu zum Modding gleich halt noch ein bisschen mehr. Aber so Dinge wie zum Beispiel dynamisches Terrain, die Vegetation, das Wettersystem und solcher Dinge mehr sind halt ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist also hier die C4 Engine die perfekte Wahl. Und deswegen auch für euch wahrscheinlich dann am Ende die richtige Entscheidung. Wann kommt Kettle & Crops denn endlich auf den Markt? Ja, das ist natürlich eine Frage, die ja, die würde jeder gerne wissen. Antwort, wie ich immer so schön sage, it's done when it's done. Der schöne Spruch von Blizzard. Ich mag ja Blizzard für die tollen Sprüche, die sie immer haben. Zwinker, zwinker. Also, das Spiel soll in einer spielbaren Version wirklich 2016, wie schon des Öfteren gesagt, auf den Markt kommen. Aber natürlich ein genaues Datum ist schwierig, weil das ist Softwareentwicklung und wer schon mal Softwareentwicklung gemacht hat, ne, wenn man da so sagt, naja, dieses Problem löse ich in 4 Stunden und sitze dann 4 Wochen dran, habe ich gerade so einen aktuellen Fall auch. Das kann natürlich schon mal passieren und das ist natürlich auch bei Kettle & Crops nicht ausgeschlossen. Deswegen nochmal klar die Botschaft, das Spiel kommt dann raus, wenn es einen Zustand hat, der möglichst fehlerfrei ist und möglichst die Features, die in der Roadmap drin sind, die zum Release drin sein sollen, auch fertig sind und funktionieren und Spaß machen und gut aussehen. Und wenn Kettle & Crops im schlimmsten Fall ein Jahr verschoben werden muss oder so, dann ist das so. Natürlich soll es kein Duke Nukem Forever werden oder so. Und die Fortschritte sind wirklich gigantisch. Ich bin optimistisch, was das angeht, dass das klappt von dem, was ich bis jetzt so sehe und von dem, was bis jetzt so fertig ist. Deswegen, ja, ich würde mit 2016 zwar rechnen, aber immer noch mit diesem Sternchen-Text obendran. Letztlich ist es hier viel wichtiger, dass das Spiel den richtigen Zustand hat, wenn es rauskommt. Und wenn es halt länger dauert, Leute, ihr wisst es auch, ihr wollt niemals so ein unfertiges Spiel auf dem Markt haben, wo es dann irgendwie ein halbes Jahr dauert, bis der erste Patch kommt oder bis überhaupt mal das Spiel bei euch läuft oder bis Funktionen irgendwie wirklich ausgewogen sind oder Sinn ergeben. Deswegen also da lieber noch ein bisschen Geduld und sobald es natürlich irgendeine Art von Release gibt oder ob es eine Early Access gibt, was ich ja nach wie vor für eine gute Idee halte, um euch die Community damit ins Boot zu holen, werdet ihr es natürlich auch hier als Erste erfahren. Also bleibt dran, lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis zum Spielmaterial, denn das ist auch eine häufige Frage. Ist das alles, was ihr da bis jetzt gezeigt habt, wird da gerne mal gefragt, wirklich aus dem Spiel oder ist das Artwork, ist das CGI, ist das Render? Antwort nochmal ganz klar an dieser Stelle. Alles, was aus dem Spiel gezeigt wird, Ausnahme Concept Arts, die sind als solche aber auch gekennzeichnet, ist jetzt in diesem Moment so im Spiel, vielleicht sogar schon besser. Also vielleicht hat der Arion mittlerweile schon Lampen, ne? So als Beispiel. So sieht es im Spiel aus. Es wird nicht nachbearbeitet. Es ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache für das Team von Kettle & Crops. Da soll euch kein A für ein U vorgemacht werden. Da soll euch nicht irgendwie mit irgendwelchen CGI-Trailern das Geld aus der Tasche gezogen werden und so suggeriert werden, dies, das, jenes ist drin. Nein, alles, was ihr in den Screenshots seht, in den Videos seht, ist so im Spiel. Vielleicht nicht final, aber so ist es im Spiel. Und deswegen auch nochmal, alles, was ihr jetzt in den Screenshot reininterpretiert, dazu lade ich euch gerne jetzt nochmal ein, könnt ihr im Forum mitmachen. Alles, was ihr da reininterpretiert, das wird dann höchstwahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht weiß Gott, was da seht, was da wirklich nicht zu sehen ist, das wird so im Spiel sein. So schaut es nämlich aus. Ja, ist ja auch für euch dann was, wo ich auch drauf verlassen könnt, ne? Dass die Entwickler auch wirklich nur das zeigen, was, was euch wirklich erwartet. So sollte es ja auch eigentlich sein. Kommen wir zur Frage der Systemanforderungen. Die sind natürlich wie immer so ein bisschen heikel und können sich noch ändern bis zum Release. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, die globale Performance-Optimierung eines Titels findet immer ganz zum Schluss statt. Natürlich hat man von Anfang an ganz genau geplant, so, hier gehen meine Ressourcen drin rein, da brauche ich so viel. Und das ist ja auch der Vorteil, dass das Team von Kettle & Crops die Engine quasi selber aufbaut. Aber ich kann euch schon mal grob nennen, was da für Anforderungen sind. Und zwar entweder Windows 7 oder 8 oder 10 oder Linux. Dann solltet ihr mindestens einen Dual-Core-Prozessor haben mit 2 GHz oder halt einen ähnlichen von AMD. Und mindestens 4 GB
Arbeitsspeicher. Als Grafikkarte wird empfohlen eine GTX 460 oder eine Radeon 6700 oder halt höher mit mindestens 1 GB VRAM und selbstverständlich eine Internetverbindung für Updates, Patches, neue Infos und den Multiplayer. Ich kann mir hier die Bemerkung nicht verkneifen, dass ich ja schon häufiger gesagt habe, Kettle und Crops ist da offenbar wirklich sehr performant. Also das sollte in den ganzen Kommentaren und Nachfragen wirklich eure geringste Sorge sein. Und ich habe ja auch Vergleiche mit dem Wettbewerb da schon hinreichend aufgestellt. Und macht euch da keine Sorgen. Ich bin sehr, sehr sicher, dass ihr da positiv überrascht sein werdet. Fragen zum Gameplay kommen auch immer gerne vor. Denn ja, das ist ein Punkt, der wurde bis jetzt immer so ein bisschen ausgelassen. Auch in diesem Video trotzdem möchte ich da ein paar Sachen zu sagen. Denn ja, also oberste Philosophie, das habt ihr auch schon im Laufe dieses Videos so ein bisschen rausgehört, ist es natürlich, dem Spieler eine Simulation zu bieten, um der Simulation willen natürlich, die aber auch Spielspaß ermöglicht. Und deswegen ist quasi sozusagen das Ziel, um es jetzt mal im Marketingdeutsch zu sagen, so die Möglichkeit, dem Spieler bei der Gestaltung seines Gameplays möglichst viele Dinge an die Hand zu geben, die er machen kann, ja, aber nicht muss. Das heißt, du hast da ein Buffet, nee, Buffet gibt's in unserem Kanal. Du hast da eine Menükarte und dann kannst du dem Kellner sagen, ich hätte gerne das. Oder ich habe heute ist mir mal Lust nach was Deftigem, dann spiele ich in die Richtung und mal spiele ich dann in die andere Richtung. Man kann es dann, wie ich eben schon sagte, mal sehr hochrealistisch spielen, also wirklich ganz, ganz viele Dinge beachten müssen, beziehungsweise man sollte sie beachten, aber es gibt natürlich dann auch die Option, das entsprechend nicht zu tun. Dann hat man vielleicht ein paar Mali im Spiel, wie es so schön heißt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Fahren der Maschinen. Also man kann natürlich selber fahren, man kann den Helfer fahren lassen und sagen, hier, ich möchte halt jetzt der Großbauer sein oder der, was ist denn das, ein Lohnunternehmer, der sozusagen dann mit vielen Angestellten arbeitet und seine Felder bewirtschaftet und solche Dinge mehr. Da habt ihr vollkommen freie Wahl. Ihr könnt da natürlich auch sagen, ich möchte es nur einen Hof mit einer Kuh, 5 Schweinen oder was weiß ich, welche Tiere dann drin sein werden, ne? Oder 10 Kühen dann halt in dem Fall, die haben wir ja schon gesehen, führen. Das ist vollkommen euch überlassen. Und natürlich wird es dann entsprechend vom Spiel nach bestem Wissen und Gewissen die Tools geben, um das möglichst realistisch umzusetzen. Wie kann man Kettle und Crops unterstützen? Ganz einfach. Geduld haben und vor allen Dingen, wie sagt man so schön, spread the word. Also zum Beispiel die Videos in meinem Kanal allen euren Freunden zeigen, die auch Bock auf landwirtschaftliche Simulationen haben. Die Bilder teilen, die Videos teilen. Dazu übrigens auch nochmal die ganz klare Sache. Natürlich ist es erlaubt, alle Sachen, die ihr auf der offiziellen Seite seht, weiterzuteilen, zu interpretieren, bitte gerne auch mit dem Hashtag CNC, ja, und damit das Team auch so ein bisschen sieht, wo die Sachen so auftauchen und so und auch ein bisschen drauf eingehen kann. Und also jederzeit gerne, wenn ihr noch Leute kennt, die nicht von Kettle und Crops gehört haben, sagt es ihnen weiter, so könnt ihr das Team am besten unterstützen, sage ich mal. Und natürlich auch den Newsletter abonnieren, ein Abo in diesem Kanal hier dalassen. Hier wird auch noch einiges passieren in nächster Zeit, in aller Kürze und so weiter. Die Frage nach dem Modding taucht natürlich auch immer wieder auf. Und oben habe ich es ja schon gesagt, oder eben habe ich schon gesagt, zum Thema C4 Engine, das Modding ist wirklich ein ganz, ganz, ganz zentrales Anliegen in der Entwicklung von Kettle und Crops und ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Spielerfahrung ohne Modding, ohne dass die Entwickler auch Modding wirklich vom Herzen her unterstützen und da nicht so schief drauf gucken, so nach dem Motto, naja, aber dann können wir ja unsere DLCs nicht verkaufen, zeigt, glaube ich, auch, dass es wirklich darum geht, euch ein Spiel zu bringen, wo ihr auf jeder Weise, eben habe ich ja gesagt im Gameplay, aber auch hier durch Mods zum Beispiel, alles bestmöglich anpassen könnt. Und auch da eine Frage beantwortet, ein Info-Fitzelchen möchte ich auch hier raushauen. Natürlich wird es aktive Unterstützung für euch Modder da draußen geben. Es wird also Tutorial-Videos geben. Es wird die Tools geben, die bei der Entwicklung des Spiels benutzt werden. Ja, also die auch jetzt die Entwickler benutzen, um Dinge zusammenzubauen. Könnt ihr alle in vielleicht abgespeckter Form alle benutzen. Und dazu gehört natürlich auch der In-Game-Editor für die Fahrzeuge, den habt ihr im letzten Video gesehen. Und natürlich auch der In-Game-Editor für
Maps. Und in dem Zusammenhang wird das Spiel Lenkräder unterstützen? Antwort: Natürlich! Und ganz viele Katzenfreunde haben gefragt, lebt denn die liebe Schrödingers Katze noch? Ja, das kann natürlich das Entwicklerteam nicht so wirklich beantworten, aber nee, Moment, es geht glaube ich dann eher um die Katze in Kettle und Crops, die vielleicht der Hund gefressen hat. Man weiß es nicht, müssen wir vielleicht in einem weiteren Video nochmal nachschauen oder in der FAQ auf der Webseite, denn dieses Video enthält diese FAQ für euch ins Deutsche übersetzt. Und wenn ihr es nochmal nachlesen wollt oder im Wording der Entwickler, dann schaut nochmal auf der Homepage vorbei. Da findet ihr die Fragen in diesem Video nochmal aufgelistet. Aber das war noch nicht die letzte, denn eine Frage wurde auch mal diskutiert. Informationspolitik, ja für mich ein ganz heikler Punkt. Oder sagen wir wichtiger Punkt. Also zunächst mal jedes Bild, jedes Video, jede Sache, die gepostet wird. Ob das hier im Kanal ist, ob das auf der Webseite ist, ob das auf Facebook ist oder Twitter und wo ihr überall Cattle & Crops folgen könnt, kostet natürlich Zeit. Und die Entwicklung von Cattle & Crops schreitet gut voran, ja, aber natürlich soll das Produkt letztendlich das sein, was euch überzeugt. Natürlich wäre es cool, wenn ich euch hier jede Woche oder alle zwei Wochen regelmäßig ein neues Video zeigen könnte, neue Screenshots zeigen könnte. Trotzdem ist es halt wichtig, dass das Team sich in erster Linie wirklich auf die Entwicklung des Spiels konzentriert. Und wenn dabei Infos rausfallen, werdet ihr natürlich die Ersten sein, die es erfahren. Dann muss es natürlich auch ein bisschen aufbereitet werden. Aufbereitet im Sinne von, was zeigt man genau, was sagt man dazu und so weiter. Um euch aber trotzdem auch jetzt hier ein paar Infos bieten zu können, seht ihr es zum Beispiel jetzt an diesem Video. Hier sind viele Infos dran, jetzt drin. Jetzt hätte ich da natürlich noch wieder editieren können, da alles Mögliche reinschneiden und wieder Videosequenzen erstellen. Dieses Mal habe ich mich ganz bewusst entschieden, weil eben auch das Thema ist, wieso kommen so selten Infos, einfach mal ein Video rauszuhauen, wo jetzt nicht die meiste Arbeit jetzt, sagen wir mal, in das Editieren und Schneiden und Videos produzieren für den Hintergrund reingegangen ist, sondern einfach nur euch Infos zu bieten. Schreibt mal, wie euch das gefällt, würde mich interessieren. Denn dann können wir wirklich häufiger auch nochmal Infos raushauen. Also, ich bin gespannt auf euer Feedback. Aber an dieser Stelle schon mal versprechen, in ein paar Wochen werdet ihr bombardiert. Ich sag's mal so. Also, in ein paar Wochen ist ein gewisser Zeitpunkt erreicht und ab dem Punkt wird es dann richtig vorangehen mit Infos, mit Ingame-Material, vor allen Dingen aber auch mit Enthüllungen, auf die ihr jetzt immer noch wartet, vor allen Dingen aber auch mit Infos, auf die ihr jetzt auch immer noch wartet. Was für mich halt wichtiger ist in dem Zusammenhang, Detailinfos zum Gameplay, zu all den Dingen, die ihr wissen wollt. Das also in einigen Wochen. Warum? Dazu auch in einigen Wochen entsprechend mehr. Bleibt also gespannt und sagt schon mal allen Freunden weiter. Tja, da habe ich es probiert, ganz kompakt zu machen. Trotzdem sind es irgendwo 18 Minuten geworden, mein Gott. Aber ich glaube, es waren einige neue Dinge hier drin, die ihr erfahren habt. Viele coole neue Sachen, die ihr immer gefragt habt. Jetzt auch wirklich mal ein bisschen mit Inhalt beantwortet. Ich habe mich bemüht, mich kurz zu fassen. Im Hintergrund habt ihr irgendwas gesehen. Ich weiß noch nicht, was ich da zuschneide. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Empfehlt dieses Video. Und das ist ja das, ne, wie ihr unterstützen könnt. Teilt dieses Video, also nicht neu hochladen, sondern einfach teilt es auf euren Facebook-Seiten, in den Foren, in denen über landwirtschaftliche Simulationen gesprochen werden. Zeigt es euren Freunden, erzählt von Cattle & Crops, helft Cattle & Crops zum wirklich großartigsten Simulationsspiel auf dem Markt zu werden, das euch als landwirtschaftsbegeisterte Simulationsspieler wirklich vom Hocker reißt, wirklich begeistert. Und ja, zeigt so eure Liebe dafür, zeigt, dass ihr dabei seid, dass ihr das Ding unterstützen wollt. Das wäre richtig cool. Das gibt auch immer dem Team wieder so ein bisschen Drive. Also mal ganz ehrlich, jetzt unter uns mal, hier unter uns beiden, ne? Wir sind ja gerade alleine, guckt ja keiner zu. Wenn man so ein Spiel entwickelt, dann sitzt man ja als Entwickler immer in einem Themenbereich. Meinetwegen der Engine-Programmierer, der hat da immer seinen Physikkram und sein, was weiß ich. Ich habe ja da keine Ahnung von so viel, ne? Und 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre an so einem Spiel wie Cattle & Crops zu arbeiten, ohne zu sagen, wer wir sind sozusagen, wo wir herkommen, was wir machen, das alles schön bedeckt halten und da in Ruhe dran weiterentwickeln wollen, bis das erstmal an einem wirklich vorzeigbaren Zustand ist und dann herauszukommen und sagen, ja, okay, umso schöner ist es, wenn man dann auf dem Weg dahin zumindest euer tolles Feedback liest, was ihr im Forum postet, was ihr unter den Videos postet, was ihr auf Facebook postet.
Das wird alles gelesen, es wird alles wahrgenommen. Das kann ich euch ganz, ganz, ganz fest versprechen. Ich werde auch im Forum jetzt deutlich aktiver werden. Und an dieser Stelle dafür noch einmal auch von den Entwicklern ausdrücklich ein ganz großes Dankeschön. Macht weiter so. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Dank euch wird Kettle & Crops sicherlich ein ganz, ganz cooles Spiel. Da bin ich sicher. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dann, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen!